Aus dem Weg, du Wichser! Aber es ist selbst für dich anstrengend, oder? Das war null anstrengend. Stell schon mal ein bisschen den Fernseher ein, das ist sehr nett. For your mascals. Grana Padano. Muchos Tofus. Servus Leute, mein Name ist Paul Radner. Willkommen zum neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute geht's auf Reisen. Endlich wieder mal geht's ab an die Piste, auf die Piste, an den Strand. Es geht nach Ibiza, gemeinsam mit Team Rocker, danach nochmal selbst. Es gibt ein absolut krankes Haus. Werde ich euch natürlich heute auch ausführlich zeigen. Aber jetzt starten wir erstmal los auf die große Reise. Der Shake für heute ist auf jeden Fall vorbereitet. Sieht saftig aus. Mahlzeit. Nee, Leute. So sieht mein Shake Gott sei Dank nicht aus, den habe ich nämlich schon vernichtet. Ansonsten Meal Prep ist auch am Start, hoffentlich nicht zu flüssig mit Tomatensauce. Bei Flügen immer so ein bisschen kritisch, aber ich glaube, das sollte ich eigentlich hinbekommen, weil das sieht jetzt nicht unbedingt flüssig aus. Einfach Nudeln, also Vollkornnudeln, Proteinpasta, Tofu, Kaisergemüse, bisschen Tomatensauce. Ist also eigentlich so mein Standardmehl, hat glaube ich 70, 80 Gramm Eiweiß. All vegan, bisschen mehr als 1000 Kalorien, besser geht's nicht. Abfahrt, Kinder! Heute geht es nämlich nicht allein auf Reisen, sondern Camilla ist da und David geht auch auf seine erste Rockerreise. Das heißt, das wird sicher geil. Manuel treffen wir am Flughafen, dann geht's ab für uns alle aus Wien. Ein paar andere sind schon da, ein paar kommen dann erst heute Abend. Wir sind dann, glaube ich, einer der ersten Athleten sogar. Deshalb wird dann hoffentlich gleich die besten Zimmer ergattert. Wir werden sehen. Grüß dich! Jawohl, Alter! Grüß dich! Ja, servus! Er ist schon wieder lost alleine da. Hallo? Ich bin lost, ich warte seit einer halben Stunde. Achso, gestern ruft er noch an, so 10:30, 11 Uhr. Ich bin gekommen, weil ich keinen Bock habe, den scheiß Flug zu machen. Hauptsache, gestern ruft er an, ah, ist 11 Uhr sicher nicht zu früh? Ja. Aber ja, der Flughafen ist wie immer gut besetzt. Immer das gleiche bei der Security Check-In, Security Kontrolle, was auch immer. Eating Wife is Happy Wife. Hat sich gerade noch schön Brezel reingehaut. Mein Essen ist ja mit dabei, damit wir gut ausgestattet sind. Auch wenn mein Bauch noch immer gut voll ist von einem Shake in der Früh. Die Massephase ist halt am Start. Wir werden uns den nächsten Tag einen eigenen Koch haben. Ich weiß noch nicht, wie ich dann essen werde, ob ich dann wirklich auch versuche, mir die 5000 Kalorien einzuzwingen, weil normalerweise jemand anderer für mich kocht, kann ich natürlich schwer tracken, wird meistens mehr Öl verwendet. Kai hat, glaube ich, sogar für alle Tage vorgepreppt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Essen sein wird und wie ich es dann konkret machen werde. Das Essen ist durch, Leute. Das Wichtigste. Und die Toilette ist benutzbar? Hä? Die Toilette ist benutzbar? Jetzt mal 5 Minuten nicht, sondern nachher wieder. Wir wurden sogar auf Priority gebucht. Bin ich, glaube ich, sogar noch nie geflogen. Letztes Jahr mal in Berlin hatte ich ja richtig Glück. Aber ja, das macht eh keinen Sinn, weil jetzt sind schon locker 50 Leute vor uns eingestiegen. Deshalb ist es schon egal. Aber ab geht's, ne? Freust du schon auf den Geruch vom Essen? Der schöne Hyundai, zur Verfügung gestellt von Rocker. Da wird gleich eine fette Spritze damit gemacht zur Finca. Ich habe gesehen, die sieht crazy aus. Also erstmal das Zeug reinverladen und ab geht's. Haut drauf da. Boah. Jawohl. Als ob. Versuch nochmal. Wir pressen einfach. Nicht drücken, sondern pressen. Das ist der. Oh Manu. Hi. Wir stehen jetzt vor diesem Villai Ibiza. Hier ist übrigens hauseigener WG-Butler. Aus dem Weg, du Wichser! Die Parkkünste schlagen mal wieder zu Buße. Bevor ich euch gleich meine exklusive Roomtour gebe, hier sehen wir schon Pool. David und Manu haben sich auch schon umgezogen, oder auch nicht. Zeige ich euch mal erstmal das Zimmer von mir und Camilla. Danach gibt es dann, wie gesagt, eine ausführlichere Tour. Hier kommt man rein. Ist auf jeden Fall ein stabiles Schlafzimmer. Hier ein Schrank. Hier ein Badezimmer. Die da gehört auch zum Inventar. Das ist übrigens ein Bikini, nicht, dass ihr denkt, dass sie jetzt gerade die Halbnacht steht. Wobei, sie steht die Halbnacht, aber in Badesachen. So, damit hier ein bisschen Licht reinkommt. Oh, geil. Kann man direkt rausschauen. Hier ein kleines Bad und eine sehr stabile Dusche. Akzeptiert und jetzt erstmal ins Pool. This is Jacket. Ja? Oh, voll tief. Geil. Ah. Slow-mo. Ah. Wofür auf jeden Fall schon mal vorgesorgt wurde. Ordentlich Subs und was Geiles, Leute. Morgen um 12 Uhr am Samstag, dem? Morgen ist Freitag. 8. Ich mache die Werbung noch, wenn das Video rauskommt. Das Video kommt nämlich morgen raus. Und das ist Freitag. Und das heißt für euch übermorgen,
am Samstag, dem 9., sorry, dem 9., 7., 12 Uhr ist der offizielle Release von den Samba Limits. Also mit Power Sparte wie immer 10%. Ich blende euch mal hier alle 6 Produkte ein. Wir haben Strong, wir haben No Way, No Way Pro, Smacktastic, No Way Clear und Pink Essentials. Alle in ultra kranken Geschmackssorten. Der Early Bird ist auf jeden Fall schon mal krank vonstatten gegangen. Jetzt habt ihr die offizielle Chance, alle Produkte zu bekommen. Und ich würde es auf jeden Fall ausnutzen, weil die sind krank. Vor allem das neue Strong ist jetzt mit neuer Rezeptur statt. Spirulina mit Ashwagandha. Das heißt mehr Testosteron, weniger Stress, besserer Schlaf und mehr Leistung im Training. Ich würde sagen, wir schauen uns gleich mal offiziell um auf der absolut krankesten Rocker Finca überhaupt. Ihr seht, Rocker Goes Ibiza. Hier ist so ein fette Chill Area. Hier kommt man gleich rein. Wohnzimmer. Ansonsten, das ist auf jeden Fall ein ganz schickes Badezimmer. Vintage Style. Sieht nicht schlecht aus. Kann man machen. Küche mit Subslager. Ich glaube, hier wird auch täglich für uns gekocht. Muss ich dann eben schauen, wie das dann genau abläuft. Hier ist der besagte Pool. Einfach in so ein krankes Tagesbett. Paar Liegen. Hier auch. Paar Sitzbänke. Zimmer von mir und Camilla. Zimmer von Julian, Alina. Hier ist Adonis. Aber wir haben ein paar Gains gemacht, oder? Die Bauchmuskeln sind zurück. Jetzt geht's mal hier im Wald weiter. Hier ist auch einfach so ein kleiner Podest. Einfach mitten im Wald. Was geht ab hier? Ah, und da ist schon wahrscheinlich das Yoga-Zelt. War ja in Los Angeles mega nice. Nice. Und gar nicht anstrengend. Also Yoga mit 114 Kilo? Nee. Aber es ist selbst für dich anstrengend, oder? War null anstrengend. Aber ja, da liegen auf jeden Fall schon ein paar Yogamatten. Ich habe keine Ahnung, wie das alles hier zusammengehört, aber der hauseigene Butler sitzt hier. Stellt schon mal ein bisschen den Fernseher ein. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Ja, Netflix und Prime schalte ich euch ein. Das ist auch mein Ding so. Aber Butler, wow. Ah, und dein Hund? Oh shit, hier geht's weiter mit einem Esstisch und einem zweiten Pool. Oha, das ist sehr stabil. Hier auch nochmal eine kleine Sitzecke. Keine Ahnung, was da hinten drin ist. Und ich glaube, hier ist jetzt doch dann die andere Küche. Ich dachte nämlich, in der vorigen wird gekocht, aber hier anscheinend. Und ich glaube, das ist der Gong fürs Essen. Okay, ich will mir jetzt mal kurz die Küche anschauen. Hier gibt es noch so einen Special-Eingang. Office und die Küche. Oha, ich weiß nicht, ob ich die kurz zeigen darf. Ich frage mal. Und da ist dann die Küche, wo fette Mahlzeiten prepared werden. So, here's the best vegan food I heard. For your Moscow. Grana Padano. Si. Muchos Tofus. War doch richtig, oder? Ja, Leute, hier kann ich dann gleich meine Spanisch Skills improven. Huh? Auch geil. Einfach Pfeil am Boden. Da brauche ich aber die Zielscheibe gar nicht. Weil das Ziel eh so fett ist. Kurzer Szenenwechsel. Ich bin wieder im Auto. Ich bin wieder am Flughafen, denn ich darf jetzt einfach mal das Shuttle spielen. Für einige Leute, die gleich noch ankommen, weil wir irgendwie alle versetzt ankommen. Teilweise aus Berlin, teilweise aus Wien. Heute sind noch welche aus München gekommen. Deshalb spiele ich jetzt hier den Uber-Fahrer. Nehme gleich ein paar Leute mit. Ich glaube, Julian, Ole und noch jemanden. Mal schauen, wie das dann gleich hier wird. Vor allem, wenn die alle Gepäck mit haben, wird sicher wieder kritisch. Ich habe gehört, der Koffer ist voller gutem Zeug. Yes, Leute, ich habe Meal Prep gemacht. Die Wettkampf-Diät wird serious. Ja, ich bin gespannt, was Kai dann so täglich auf den Tisch zaubert. Ob er doch das eine oder andere Craving hat. Wie schaut es bis jetzt aus? Bis jetzt top. Alles easy. 8% Körperfett laut DEXA-Scan. Und du hast ja zum Glück jetzt diese Woche eher ein bisschen entspannter. Ja, genau. Ich trainiere gar nicht auf Ibiza. Ich bin nur für den Urlaub hier. So muss halt für den Urlaub. Was gibt's denn heute zu essen? Keine Ahnung, aber hoffentlich bald irgendwas. Wir haben alle gut Hunger. Ich habe die jetzt alle wieder hierher gebracht. Ein paar fehlen noch, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir dann schon früher starten oder nicht. Aber der Hunger ist einfach nur krank am Start. Ich habe zuletzt ich glaube, 14.30 Uhr gegessen. Jetzt ist es 20.30 Uhr. Also einfach mal 6 Stunden her. Definitiv zu lange, ich würde sagen. Wir läuten wieder mal die Glocken. Okay. Die sind viel zu leise. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es gleich Essen gibt. Ich hau mich erstmal in die Dusche. Bis gleich. Ich hab so einen fucking Bärenhunger, das gibt's ja gar nicht. Ich hoffe, jetzt ist da ein fettes Buffet auf Tisch. Also was haben wir Schönes? Paella. Vegane Paella. Die Proteins sind safe. So, hier gibt's jetzt die richtige Mahlzeit, eine fette Paella. Auch wenn die Proteins dann trotzdem vermisst werden, muss er dann 2 doppelte Shakes geben. Jetzt geht's am richtigen Buffet weiter, und zwar Riegel Party. Es gab zwar den Brownie als Nachspeise, aber es reicht nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal einen Shake angerührt. Ansonsten gibt es noch einen Proteinriegel. Und dann bin ich heute wahrscheinlich trotzdem knapp über 4000 Kalorien. Aber macht erstmal nichts. Ich habe ja gesagt, ich mache vielleicht einen kleinen Minicut einfach so nach Gefühl, dass die 3 Tage überfräst mich nicht. Und dann soll es auf jeden Fall passen. Das war es erstmal aus Tag 1. Hier ist Ibiza. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst ein Like, da Abo nicht vergessen. Schaut bei den Jungs und Mädels vorbei, also im gesamten Team. Das wird auf jeden Fall geil. Bis dann. Ciao, ciao.